Ich darf Sandra Keller bei mir begrüßen. Am Champions Dinner heute Abend, bekannt aus dem Bereich Motocross. Jetzt die Saison vorbei. Bist du zufrieden mit dem Jahr? Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Schlussresultat vom Schweizer Meistertitel. Aber es hat auch sehr schwierige Tage in dieser Saison und Rückschläge. Und in der WM ist es halt nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, eben durch das, dass ich viele Ausfälle und gesundheitliche Probleme hatte. Aber im Großen und Ganzen bin ich gesund eigentlich durchgekommen, nicht irgendwie eine grosse Verletzung gehabt. Von dem her ist es okay gewesen. Heute der Druck vorbei, es geht nicht um einen Wettbewerb, kein Rennen, kein Sieg, keine Punkte, die zu verteilen sind. Wie ist das für dich, um mit den Leuten zusammenhocken, ohne dass es um einen Wettbewerb geht? Ja, es ist immer schön, wenn man die Leute noch mal sieht, so vor der Winterpause. Die Rennen sind schon vorbei, man kann noch mal über alles reden. Vielleicht auch eben mal ein bisschen schauen, kann man sich treffen, um zu trainieren oder einfach auch über anderes mal noch reden. Und es ist immer schön und gemütlich. Trotzdem bleibt nicht viel Zeit, um noch mal zurückzuschauen. Du hast die Farbe gewechselt, von grün auf blau. Wie läuft es bei dir in der Vorbereitung? Ja, ich bin eigentlich jetzt fest in der Vorbereitung dran, vor allem körperlich bin ich recht intensiv jetzt dran. Und ja, auf dem TÜV habe ich logischerweise auch schon wieder gestartet und bin jetzt ja, voll dran und werde auch dran bleiben. Du hast gesundheitlich ein bisschen Mühe gehabt, gerade im WM-Bereich, wo dich ein bisschen gehindert hat an deinen Resultaten. Wie sieht es dort aus bei dir? Da habe ich jetzt gerade letzte Woche nochmal einen Check gehabt beim Arzt und das ist sehr gut jetzt. Ich fühle mich auch wirklich viel besser. Und jetzt werde ich einfach sicher regelmäßig wieder Tests machen, um zu schauen, dass ich nicht wieder so, dass ich nicht so ins Loch gehe wie da. Ja. Saison 2022, was steht bei dir an oder wo leistest du den Fokus für nächstes Jahr? Da lege ich sicher den Fokus in der WM, ganz klar. Und hier in der Schweiz werde ich alle Rennen fahren, die irgendwie möglich sind, die sich nicht überschneiden, wo man geht und sicher bei den Lights. Sehr gut, ich wünsche euch eine ganz gute Vorbereitung, noch ein paar schöne Tage in Italien und bis bald. Danke vielmals, wünsche dir auch noch schöne Tage.